Freunde, wir hatten früher Politiker. Die haben noch das ausgesprochen, was sich heute keiner mehr wagen soll. Er hier, Altkanzler Helmut Schmidt, mit dem habe ich mich schriftlich ausgetauscht über die Gefährlichkeit des Korans. Er hat in seinem Buch hier Außerdienst auf Seite 236 hat er Folgendes geschrieben. Und ich sage ganz bewusst, dass ich das zitiere, denn wenn ich es sagen würde, dann würden Sie mich wahrscheinlich gleich abholen. Und deswegen habe ich die Zahnbürste immer dabei, Freunde. Diejenigen von euch, die in der DDR noch auf der Straßenbahn 89 wissen, was das bedeutet. Ihr hattet auch die Zahnbürste dabei. Und ihr habt damit ausgedrückt, ihr seid bereit, für den Widerstand ins Gefängnis zu gehen. Danke euch dafür, ihr habt dieses sozialistische System gekippt. Und wir müssen heute dafür sorgen, dass der Sozialismus nicht durch die Hintertür wieder reinkommt in die Regierung. Und wir wissen es genau, Freunde. Wir haben extreme Linke in der Regierung sitzen. Stichwort Nancy Faeser. Wir kommen nachher. Wer die Zahlen der Muslime in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Wenn ich es gesagt hätte, klack, klack, ich höre weg. Der Wolfgang hat mir vorhin gesagt, dass der Einsatzleiter schon darauf hingewiesen hat, aufpassen, was ihr sagt. Ja, es ist Helmut Schmidt. Ja, der Altkanzler, auf den die SPD so stolz ist. Wenn nur ein bisschen von Helmut Schmidt in der heutigen SPD wäre, hätten wir nicht die Probleme, die wir haben, Freunde. Der Helmut Schmidt hat 2013 in einem Spiegelgespräch mit Gerhard Schröder gesagt, ich bin sehr skeptisch, was die Einwanderung aus islamischen Kulturen angeht. Bei den Türken, bei den Leuten aus dem Libanon und den islamischen Staaten insgesamt sehe ich ein Problem. 2013, Freunde, was meint ihr, was er jetzt sagen würde? Nach 2015, nach der Masseneinwanderung aus Afghanistan, Irak und Syrien, da würden wir alle mit den Ohren wahrscheinlich schlackern, was er heute sagen würde.